Professor Fröhlich, damit ist Staatspräsident Erdogan quasi ein Alleinherrscher. Alles liegt in seinen Händen. Was heißt das für die internationale Rolle der Türkei ab sofort? Also das ist eine große Zäsur. Für das Land im Übrigen auch, denn wir dürfen nicht vergessen, es gibt in der Türkei mit Sicherheit doch noch einige erhebliche Zahl, die letztendlich eben nicht, auch nicht in den Referenden, auch nicht bei der Wahl, nun für dieses System, für Erdogan gestimmt haben. Vor allem in den Großstädten. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist das eine für die internationale Politik, für uns, für die Allianz, für die NATO, für die Europäische Union verheißt es nichts Gutes, kann es nichts Gutes verheißen. Wenn wir bei unserem Selbstverständnis bleiben, das gilt mit Sicherheit natürlich für die Europäische Union, vielleicht in noch stärkerem Maße als für die NATO, dann muss man eigentlich fast sagen, die Toren sind zu, auf absehbare Zeit für die Europäische Union zumindest. Mit Blick auf die NATO, da sieht man das Ganze etwas pragmatischer. Dennoch werden die Diskussionen anhalten. Dennoch befürchte ich, dass die Türkei unter Erdogan auch in der Zukunft ein noch unbequemerer Partner wird. Wohl wissend um seine geostrategische Bedeutung innerhalb des Bündnisses. Und von daher, denke ich, werden wir noch erhebliche Diskussionen im Bündnis erleben. Das haben wir ja in der Vergangenheit ohnehin schon getan. Mit den Vereinigten Staaten hat man sich angelegt, mit der Bundesrepublik hat man sich angelegt, mit Griechenland unlängst einmal mehr. Also die Türkei ist da nicht zimperlich. Verschwenden wir noch einen Gedanken an die Europäische Union. Es gibt klar den EU-Türkei-Deal bezüglich auf die Flüchtlinge. Immer wieder im Hintergrund, Sie haben es gerade selbst genannt, ein möglicher Beitritt, eigentlich ausgeschlossen. Braucht Erdogan den überhaupt noch oder ist ihm das inzwischen egal? Also ich will nicht sagen, dass er ihn nicht braucht. Aber in der jetzigen Situation kann er ihn eigentlich gar nicht realistischerweise anstreben. Ich denke, dass auch tatsächlich die Verhältnisse im Land jetzt zumindest keine Mehrheit finden würden für einen solchen Beitritt. Also insofern ist das auf Eis gelegt und relativ unrealistisch. Obwohl er uns ja immer wieder überrascht zwischendurch mit Bekenntnissen für die Europäische Union und auch eben dem nach wie vor dem Bestreben einer in Richtung Mitgliedschaft zu arbeiten. Aber ich halte das angesichts der jüngsten Entwicklungen für völlig unrealistisch. Es würde hier keine Mehrheit geben dafür innerhalb der Europäischen Union. Und ob das in dem Moment in der Türkei der Fall ist, das darf man bezweifeln. Er hat in den vergangenen Monaten auch immer wieder den Schulterschluss zu Wladimir Putin gesucht, gerade insbesondere was die Energielieferung angeht. Naturgemäß ist das ein bisschen Spiel mit dem Feuer, denken wir. Wir haben es selbst eingangs gesagt, der NATO-Gipfel steht unmittelbar bevor. Da wird man in Washington zumindest sehr genau beobachten, was Erdogan da macht. Das Problem, das Dilemma für Trump ist, dass er selbst eigentlich so ein bisschen nach diesen Regeln spielt. Mit den Großen auf der Welt, ob das Xi Jinping ist, ob das Putin ist, mit denen er sich ja auch trifft, mit dem er sich im Vorfeld jetzt eben auch treffen will zu dem NATO-Gipfel. Hochbrisant natürlich mit Blick auf den Gipfel. Und Erdogan betreibt das gleiche Spiel. Insofern glaube ich nicht, dass das irgendwelche nachhaltigen Konsequenzen hat mit Blick auf die amerikanische Haltung bezüglich der Rolle der Türkei innerhalb der NATO. Die ist einfach zu relevant. An der Südflanke und auch Richtung Norden natürlich, über das Schwarze Meer, Richtung Russland. Kaum ein anderes Land hat die geostrategische Bedeutung. Süden heißt Irak, Iran, Syrien. Also der Brückenkopf zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten. Das ist nun mal die Türkei. Und sie ist der zweitgrößte Truppensteller innerhalb der NATO. Sie ist ein ordentlicher und solider Beitragszahler im Großen und Ganzen. Insofern, wir haben die Vergangenheit gesehen. 4 Putschversuche, nicht Putsch hat es gegeben, Militärstürze sozusagen oder Übernahme durch das Militär. Das hat die NATO in der Vergangenheit auch hingenommen. Und Trump wird das im Grunde genommen auch hinnehmen. Aber das ist ein gefährliches Spiel, gerade mit Blick auf Russland. Sie haben das angesprochen. Nicht nur die Energielieferungen, sondern wir dürfen nicht vergessen, es ist fast unbeobachtet hier im Land gewesen, dass die Türkei unlängst ein Raketenabwehrsystem eben auch erworben hat von Russland. Also munter auch militärisch sozusagen kooperiert mit der Russland. Und da ist enorm viel Sprengstoff drin. Bleibt auch da. Leider Gottes spannend. Ich sage herzlichen Dank, Professor Stefan Fröhlich, für den Besuch heute.